Hallo und schönen guten Abend. Ich habe ja wieder eine Menge Messer bekommen vom Nino, um die mal zu bespielen. Und das hier nun ist ein Bushcraft-Messer. Und zwar hat er das gebaut für seine Freundin oder Frau. Und das wollen wir uns jetzt mal zusammen ansehen. Und da gucken wir zuerst mal nach der Scheide. Eine Top-Scheide. Wieder mal gefertigt vom André von Insane Sexton Leather. Hier hinten mit zwei Druckknöpfen, sodass man die Scheide oder das Messer an- und ablegen kann, ohne den Gürtel auszuführen. Wie immer top verarbeitet mit einem kleinen Loch unten, um Feuchtigkeit ablaufen zu lassen. Schönes braun gefärbtes Leder mit einer roten Naht sticht sehr schön ab und wie immer super sauber vernäht. Die ganze Scheide ist eine Top-Arbeit, gefällt mir persönlich sehr gut. Die wollen wir jetzt mal zur Seite legen. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht. Man kann ja nicht alles im Kopf behalten. Hier ist nun das gute Stück. Ein Bushcraft Knife. Die Klinge ist aus U1 Stahl 1.2510, gehärtet auf 60 HRC. Der Griff ist wunderschön gemaserte Ammonia Maser unterlegt mit roten Leinern. Ganz toll und eben verpinnt mit Messingpins. Die Bolster sind aus Messing, ebenfalls mit zwei Messingpins befestigt. Und das ganze Messer liegt sehr sauber, wenn auch der Griff für meine Hand, aber es ist ja für eine Frauenhand gebaut, für meine Hand jetzt etwas klein wäre. Jetzt mal zu den Maßen. Wir haben an der dicksten Stelle 5 mm und die wird kontinuierlich dünner nach vorne hin, bis wir an der Spitze oder einen Zentimeter hinter der Spitze noch 2 mm Stärke haben. Das sagt uns schon, wir haben eine sehr stabile Spitze, voll konvexer Schliff, Rasiermesser scharf. Hier sehen wir sein Zeichen, Lupo, ach, sein Pferdchen und dann Legion 14. Wie komme ich auf Lupo? Ich hatte gerade eben ein Lupo von ihm in der Hand. Jo, ein wunderschön gemachtes Messer. Es hat durch das verarbeitete Material etwas an Gewicht und wie gesagt, es ist gebaut für eine Frau, ein Frauenmesser. Aber trotzdem hat das eine tolle Ergonomie. Wir sehen hier, die Spitze liegt in Verlängerung vom Griff, sodass man damit auch stechen kann, ohne sich die Hand zu brechen. Wunderschön verarbeitetes Messer. Kann man gar nicht meckern und die Scheide, die dazu gehört, passt wie die Faust aufs Auge. Ganz toll. Jetzt noch die rechtlichen Maße. Wir haben ja gesagt, die Klinge an der dicksten Stelle 5 mm getapert nach vorne hin, bis etwa einen Zentimeter hinter der Klingenspitze. Da haben wir immer noch 2 mm, also sehr stabil ausgeführt. Wir haben hier an den Bolstern 21 mm und das setzt sich auch fort über die ganze Grifflänge, wobei wir hinten am Knauf 22 mm haben. Der Griff ist leicht konturiert, sehr sauber, da gibt es keine Übergänge, man spürt gar nichts. Wunderschönes Messer. Wir sprechen hier von einer Klingenlänge von 12,8 mm, 12,7
und eine brauchbare Schneide von 12,5 cm. Eine Gesamtlänge haben wir hier von 23,8 cm. Also es ist schon eine große, stabile Klinge und darf natürlich, da es über 12 cm lang ist, die Klinge, bei uns nicht geführt werden. Man darf es besitzen, aber nicht führen. Jo, wir haben hier unten eine kleine Schleifkerbe, was mir recht gut gefällt. Wobei ich mir denke, dass bei einem konvexen Anschliff die Schleifkerbe gar nicht so wichtig ist. Aber es ist ein tolles, tolles Messer, super verarbeitet. Und welche Frau wünscht sich nicht so ein Messer? Mal gucken, wie scharf das ist. Also da kann man auch nicht meckern. Da hat die gute Frau doch ein tolles Messer bekommen. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Bushcraft Messer von Legion 14. Ich denke, da hat der Nino mal wieder klasse abgeliefert. Genau wie der André bei der Scheide. Passt beides super zusammen. Eine sehr schöne Kombination. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Bis zum nächsten Mal, Denne. Tschüss.